Das heimische Aushängeschild Uhudler spielt eine große Rolle für den Tourismus im Burgenland. Jetzt ist die Saison mit Schnitt und Pflege wieder voll angelaufen. Bei einer Pressekonferenz kamen Landtagspräsidentin Verena Dunst, Magistra Eva Weineck und Martin Weineck einen Einblick in die aktuellen und kommenden Entwicklungen. Ja, meine Damen und Herren, wir dürfen Sie heute im Hause Weineck sehr, sehr herzlich begrüßen. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Ich darf im Namen von uns allen drei Sie herzlich begrüßen. Nicht Hausherrin, aber trotzdem eine gemeinsame Sache, die uns sehr stark verbindet, eigentlich seit vielen Jahren. Und deswegen habe ich mich entschlossen, heute hier die Familie Weineck zu bitten, A, bei Ihnen die Pressekonferenz abzuhalten, B, natürlich mit Ihnen gemeinsam diese Pressekonferenz zu bestreiten. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Warum? Ein spannendes Thema seit Jahrzehnten und ein spannendes Thema geblieben. Ich komme gerade, und das ist vielleicht Nummer eins, gerade aus einem 4-Tage-Unternehmen, nämlich in Brüssel, natürlich auch in Straßburg, sehr, sehr viele Termine gehabt zu haben, bis hin nach Luxemburg. In Brüssel ist man aber vor allem darum gegangen, einmal dort neben allen Regierungsmitgliedern mich dort auch des Themas Uhudler anzunehmen. Und daher gleich am Anfang Entwarnung. Kein Problem, keine Sorge. Die EU lässt uns unseren Uhudler, und ich habe nirgends bei all den Gesprächen wahrgenommen, dass sie jetzt auf die Idee kommen würden, den Uhudler anzugreifen oder hier etwas rückgängig zu machen. Das konnte ich bei meinem Besuch in Brüssel in verschiedenen Institutionen und mit verschiedenen Beamten und Beamtinnen im Gespräch nicht feststellen. Daher noch einmal das Wort Entwarnung. Das Zweite, natürlich ist zurzeit Hochsaison im Weinbau und ich möchte vielleicht allgemein einmal zum Weinbau im Burgenland etwas sagen und dann natürlich auf den Uhudler, unser Kulturgetränk im Südburgenland, zur Sprache kommen. Zunächst einmal Hochsaison im Weingarten. Neues vom Uhudler, so ist unsere Pressekonferenz auch tituliert und eingeladen gewesen. Weinburgenland, überhaupt das Weinland Burgenland, erfreut sich des höchsten Zuspruches. Es gibt kaum international noch Länder, es gibt kaum noch Restaurants, es gibt kaum Vinotheken oder Verkaufsmöglichkeiten, wo man den burgenländischen Wein nicht finden würde. Überall, egal wo man ist. Ich durfte erst vor kurzem die beispielsweise New York bereisen und so weiter. Egal wo man hinkommt, findet man den burgenländischen Wein. Wir haben es also nach dem Weinskandal, der lange zurückliegt, es wirklich geschafft, in den letzten Jahrzehnten andere Bundesländer zu überholen, aber vor allem natürlich zu sagen, Qualität geht vor Quantität. Lieber weniger, aber umso bessere Qualität, und an der Qualität werden wir gemessen. Und ich durfte ja 5 Jahre selbst als Agrarlandesrätin hier wirken und ich kann Ihnen nur sagen, dass der burgenländische Wein, natürlich inklusive Uhudler, das habe ich ja geschafft, dass der Uhudler ein Wein ist, haben wir es geschafft, überall für gute Verkaufszahlen zu sorgen. Und die Qualität des burgenländischen Weines wird überall hochgeschätzt. Natürlich ist ganz klar, dass wir mit dem Weinburgenland auch sehr eng vieles verknüpfen. Herr Weineck ist Zeuge davon mit nächtlichen Kapriolen, wo er den einen oder anderen Wein inklusive Uhudler kostet, mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen. Es heißt also, der Wein und der Uhudler verbindet natürlich Kultur, verbindet Tourismus. Und eins der schönsten Komplimente, die ich eher als Vorwurf ernte, ist, wenn mir dann unsere nordburgenländischen Tourismusbetriebe sagen, also das Ärgste ist für uns Nordburgenland, wenn wir Gäste, egal aus welcher Welt auch kommend, dass die dann fragen, gibt es bei Ihnen einen Uhudler? Und das ist natürlich schon ein Kompliment für uns als die Fürsprecher des Uhudlers, aber ich sage gleich vorweg, gerne in Verkaufsladen, aber nicht auf dem Weingarten im Nordburgenland. Und damit möchte ich jetzt schon auf den Uhudler übergehen, zum Uhudler-Thema.
Ich bin also in der Zeit 2015, Ende des Jahres, angelobt worden und zum ersten Mal nicht nur als Frau, sondern auch als Agrarlandesrätin zuständig für Jagd, für Forst, für Fischerei und alle diese Dinge, die dazugehört haben. Aber gerade zu der richtigen Zeit, warum? Damals ist ganz klar gekommen, über die EU ausgelöst, über den Bund bis hin zum Land Burgenland, jetzt muss Uhudler Rebstöcke ausgehackt werden. Und das war gerade die Zeit, dass ich ins Amt kam. Sag aber gleich vorweg, dass Jahrzehnte vorher alle männlichen Vorgänger als Agrar- und für Weinzuständige das längst erledigen hätten können. Es war ihnen heute kein Thema. Und das war knapp. Und das kann ich Ihnen sagen. Ich habe also auch, und das möchte ich betonen, immer wieder auch mit Rücksprache mit der Familie Weineck, allen voran die Frau Magistra Eva Weineck und natürlich auch dich inklusive Martin, aber es war vor allem die Eva, die mich dann auf diesem Weg begleitet haben. Und das war wirklich 5 vor 12, denn da war die der Aufrodungsauftrag von der BH Güssing, von der Bezirkshauptmannschaft Güssing bereits schriftlich erteilt. Das heißt, viele Uhudler Winzer hatten damals ein amtliches Schreiben durch die Bezirkshauptmannschaft Güssing, wo Drehenstadt stand, sie haben bis so und so viel ihre Uhudler Rebstöcke auszuroden. Wenn sie das nicht tun, wird es von Amts wegen vorgenommen. Und das war genau, als ich das Amt angetreten habe. Ich habe natürlich sofort meine Amtsgeschäfte auch unter anderem, und vor allem war mir das selber Priorität, in die Hand genommen und habe gesagt, so, das lassen wir sicher nicht zu. Die Geschichte des Uhudlers ist ja eine sehr lange, jahrzehntelange, vom Uhudler, der dann ausgeschüttet werden musste, da kommt natürlich der Rübezahl, der legendär ist, den man heute noch posthum immer wieder sagen muss, hochgeschätzt. Ein Kämpfer für den Uhudler, der seine Ab- und Aufzeiten erlebt hat, als er verboten wurde, als er ihn ausgeschüttet hat, als er die Fässer, da gibt es ja noch Fotos dazu, dann mit weinendem Auge vor seinem damaligen Weinkeller ausgeschüttet hat und unter Amtsbegleitung. Das ging dann so weiter und es blieb aber dabei, dass er verboten war, bis ich eben 2016 mit Beginn des Jahres den Kampf aufgenommen habe über den Uhudler. Und ich muss sagen, da war ich nicht gerade begleitet von vielen. Warum? Da gab es eine legendäre Pressekonferenz beim Enkel vom Rübezahl, beim Herrn Pfeiffer Ernst in seinem Mainpresshaus. Da gab es eine Pressekonferenz, wo jemand anderer noch dort gesessen ist, der Uhudler, wenn man schon retten, aber da muss er Obstwein werden und solche Auftritte und auf keinen Fall zugelassen als Wein. Ich habe das dann Gott sei Dank alles wegwischen können, mit Kraft meines Amtes und Kraft mit der Unterstützung von vielen, aber vor allem, wie gesagt, auch von der Familie Weineck, von Juristen, von Analysten in Geisenheim in Deutschland, in einem Genlabor, die eigentlich dann mir beschert haben, und da war jeder Euro wert, dass ich den eingesetzt habe, die konnten wirklich analysieren, das, was die Marktordnung damals hergegeben hat, nämlich, wenn man von vermischten Sorten redet, dann kann man das gewinnen. Wir konnten dann 9 Uhudler Rebsorten sozusagen aus dieser Marktordnung von Europa, um es kurz zu machen, konnten wir 9 Rebsorten dann retten. Die wurden nicht ausgerodet. Ich habe per Weisung dann einen Stopp eingeleitet und dann wurde diese Weisung sozusagen auf eine Zeit verschoben, bis ich nämlich mit all diesen Dingen fertig war. Ich habe dann natürlich auch den Bund auffordern müssen, weil ich habe das in die burgenländische Weinbauverordnung hineingenommen, während Österreich, nur dass Sie das verstehen, im Parlament damals ein österreichisches Weingesetz gemacht haben. Und ich konnte mich darunter stellen als burgenländische Landesregierung und konnte aufgrund einer Weinbauverordnung, das ist legistisch und juristisch einwandfrei, den Uhudler als Wein in die burgenländische Weinbauverordnung hineinnehmen.
Was hat sich getan? Einige Zahlen, also abgesehen davon, dass diese Hektar, die auszuroden waren, nicht ausgerodet werden mussten, war es natürlich dann so, dass einhergehend auch, und das war auch eins meiner letzten Dinge, bevor ich dann in das höhere Amt einer Landtagspräsidentin sozusagen aufgestiegen bin, habe ich noch geschaut, dass wir auch das von der EU aufgetragene bessere System, dass wir eine Wein online haben, dass wir einmal auch über GIS, also über die geozentralen Informationsmaßnahmen, einmal eine Übersicht gehabt haben. Weil bis dato war nicht klar, wo ist eine Weinbauriede, wie ist die, wo ist der Udler und so weiter und so fort. Und über dieses Weinbau online und überhaupt über die GIS-Daten haben wir seit 2019 überhaupt eine Übersicht, wo eben Weinbaufluren, Weinbauriden, welche Riden, wo sie sind, mit Ortsnamen oft ausgestattet und so weiter, wo es auch Weinbauflächen im Burgenland gibt. Das ist ganz, ganz wichtig. Seitdem ist eine Sicherheit der Weinbaudaten überhaupt möglich. Was ich aber nicht unerwähnt lassen wollte oder will, ist auch eine weitere Tatsache, nämlich, dass es natürlich klar war, den Uhudler und die Region, wo er zu Hause ist, zu schützen. Das habe ich dann gemacht, indem ich den Bezirk Güssing und Jennersdorf mit einem Regierungsbeschluss, ich schaue nur nach, wann der war, das habe ich schon vergessen, und zwar als Uhudlerland geschützt am 13.01.2016 in einer Regierungssitzung. Seit diesem Zeitpunkt, seit 13.01.2016, ist also mit diesem Regierungsbeschluss der Bezirk Güssing und Jennersdorf einzig und allein imstande und darf das gesetzlich und deswegen auch in keinem Norden und in keiner Mitte, dass man hier Udler, Rebstöcke anbauen kann. Das hat weder mit Neid und schon gar nicht mit Eifersucht zu tun. Aber der Udler ist regional, den gibt es ausschließlich hier bei uns. Der Udler gehört in diese Region und ist eine Identität des Südburgenlandes. Jetzt weiß ich schon, Sie könnten sagen, na, wo gehört der Bezirk Oberwart hin? Ist der nicht Südburgenland? Die haben noch nie die Tradition des Udlers gehabt, da gab es auch keine Udlerflächen. Die waren eben in verschiedenen anderen Weinsorten unterwegs. Und ich sage jetzt nur als Beispiel Deutschützen, Eisenberg, die sich ja Gott sei Dank einer neuen Generation jetzt auch super engagiert zeigen und super auch ganz tolle, oft prämierte Weine haben. Was steht da drinnen? Den Begriff Udlerland für die Bezirke Güssing und Jennersdorf im Sinne einer geografischen Markenbezeichnung zu verwenden und alle Dienststellen des Landes, heißt auch die BHs, sowie den landesnahen Einrichtungen in diesem Sinne zu beauftragen. Noch dazu Landesrätin Verena Dunst mit der Erstellung eines Programms zur Umsetzung der mit der Strategie Udlerland verbundenen Ziele unter Einbeziehung für die einzelnen Bereiche zuständiger Dienstleistungen vorzubereiten und der Landesregierung darüber zu berichten. Ich durfte oft berichten, weil da hat sich ja oft und sehr viel getan. Was mir natürlich wichtig ist, vielleicht darf ich das noch sagen, dass natürlich auch die Marke Udler damit geschützt war und nur für zitiere jetzt wieder mit wertvollen regionalen Produkten und Leistungen für hohe Lebensqualität und sanften Tourismus, für Genuss und Entspannung, für biologischen Landbau und erneuerbare Energie. Das hat genau dazu gepasst, weil es auch zum Udler dazu passt. Weil, warum? Über den Udler brauchen wir nicht drüber reden, der ist Bio. Den braucht man gar nicht zu Bio machen, weil er einfach großartig ist, stark ist und nicht niedergespritzt werden muss und was weiß ich, wie behandelt werden. Und das genau damals 2019, wenn man heute vom Bioland Burgenland spricht, da waren wir auch schon Vorreiter, weil wie gesagt, den gibt es nur Bio, den gibt es gar nicht anders. Vielleicht ein bisschen noch zurück und dann darf ich schon an die Dame bzw. Herren weitergeben. Was mir sehr, sehr wichtig ist, wie hat sich das entwickelt und das vielleicht doch zum Abschluss, weil sonst höre ich nicht auf. Die Geschichte des Udlers, glaube ich, ist für Sie bekannt. Ich brauche also nicht erzählen, wie der aus 1860 aus Amerika herkam und so weiter und so fort. Das ist eine jahrzehntelange Tradition und gelebte Regionalität ist, dass es ein Markenzeichen für Südburgenland ist und dass das typisch südburgenländisch ist, das wissen Sie alles.
Ich möchte nur noch kurz sagen, wie geht es denn weiter? Ausblick. Weil die Pressekonferenz heißt ja letztendlich auch Neues vom Udler. Ich möchte Ihnen nicht nur berichten darüber, dass der Udler jetzt sozusagen von Brüssel in Ruhe gelassen wird, von der EU in Ruhe gelassen wird, sondern ich möchte Ihnen auch einige neue Zahlen und Daten präsentieren. Und das sind zwei Dinge. Das erste ist einmal, wie hat das ausgeschaut 2016? Wir hatten damals circa, weil das wissen wir, wie gesagt, erst wirklich seit 2019 genau, circa 9 Hektar. Ich rede jetzt nicht darüber, aber Sie können es gern berichten, dass es vielleicht ein bisschen mehr waren, aber die waren weder gemeldet noch irgendwas. Und natürlich gab es da auch Odler-Rebstöcke, die jetzt nicht erlaubt sind mehr, weil wir es einfach nicht weiter geschafft haben. Ich bin froh, dass wir das geschafft haben mit Geisenheim-Analysen. 2019 und jetzt schon gesicherte Daten, 11 Hektar, jetzt sagen Sie noch, viel war das aber nicht. 2020 ging es weiter mit weiteren 2 Hektar, 2021 4,6 Hektar, Sie kriegen das natürlich alles, 2022 2,3 Hektar, 2023 wurden beantragt alleine 4,6 Hektar. Jetzt ist ein Hektar, jetzt wissen wir, wie groß das ist schon was Ordentliches. Ich freue mich über 600 Weinstöcke, weil inzwischen bin ich auch Udler-Winzerin geworden, ich war das immer, aber das waren alte Weinstöcke, Udler-Stöcke, die wir mitgekauft haben mittlerweile. Und wenn ich sage ich, dann heißt das Manfred Dunst. Ich arbeite gar nichts und rede nur. Auf alle Fälle, Sie können sich vorstellen, wie viel wir mittlerweile haben. Aber wie schaut die gesamte Weinbaufläche des Bezirkes aus? 181,46 Hektar. Gesamt mit Direktträgersorten bepflanzte Weingartenfläche sind es 21,2 Hektar. Unglaublich. Gehen wir zurück auf 2016, wo wir zumindest gesichert 9 Hektar hatten. Das ist ein ordentlicher Sprung auf 71,2 Hektar. Da sind aber, wie gesagt, die beantragte Neuanpflanzung von 4,6 Hektar für 2023 schon dabei. Wie schaut es aus mit Pflanzrechten? Wenn ich heuer 2023 sage, ich möchte auspflanzen mit 4,6 Hektar, das ist das Höchste, bisher, also in einem Jahr beantragt, dann habe ich aber schon 3 Jahre Zeit, das zu tun, aber nach 3 Jahren ist es vorbei. Also ich habe 3 Jahre dann Zeit, das auszupflanzen. Das ist immer wichtig, weil es viele gibt und wir oft gefragt und ihr wahrscheinlich noch mehr. Wie lange habe ich Zeit, weil ich gehe in 2 Jahren in Pension, bin jetzt in Wien und dann komme ich runter und. 3 Jahre hat man Zeit, dann diese Pflanzrechte sozusagen einzulösen. Das war mir mal wichtig und das wirklich, machen wir es so. Ihr bleibt beim Urlaub und ihr erzählt dann auch über die neue Kellerstöckelrichtlinie. Erzähle ich dann noch, weil die ist jetzt in Kraft getreten. Dann darf ich schon weitergeben. Fragen oder erzählen? Erzählen. Udlerland. Bitte? Udlerland. Vorweg, ja, die Rettung des Udlers, möchte ich betonen, ist der Frau Eva auf einer Urlaubsreise von uns Richtung Kroatien eingefallen. Wir waren, also eingefallen ist jetzt recherchiert, wir sind über die Autobahn durchs Wellebit gefahren und die Eva ist da drauf gekommen, dass sie gesagt hat, diese Kreuzungen, die jetzt von der EU-Marktordnung erlaubt sind, nämlich von diesen 2 Rebstämmen, es gibt die Vitis vinifera, das sind die, die wir alle kennen, Grüner Veltliner, Blaufränkischer Stahlhalter, und dann gibt es die Vitis labrusca, die eigentlich in der EU-Marktordnung verboten ist, aber Kreuzungen daraus sind erlaubt. Und das hat die Eva recherchieren können und damit war eigentlich die Initialzündung gegeben, dass man sagt, wow, es funktioniert, und dann hat es den politischen Willen dazu gebraucht, wie vorher schon erwähnt, dass man einfach sagt, wir setzen das durch und das ist uns gelungen. Das heißt, der Udler hat Wein bleiben dürfen. Jetzt ist es aber nicht nur so, dass es wunderbar ist, dass wir Udler haben, der Bio ist. Also wir sind Bio, das ist einfach so. Deswegen muss ich auch dazu sagen, ist er ja auch so verböhnt, weil man ja keine Spritzmittel dafür braucht. Das heißt, es hat wer was nicht zu verkaufen und das stört natürlich die Lobbyisten, das ist schon einmal klar. Aber es geht jetzt vor allem darum, wie vermarktet man das Ganze. Es ist wunderbar, dass wir für Südburgenland ein Alleinstellungsmerkmal haben, den Udler.
Das ist, wer kriegt man mit jetzt auf der Ferienmesse und allala, im Burgenlandstandl, was wird trunken? Uhudler. Warum rennen sie zum Burgenlandstandl? Wegen einem Uhudler. Weil alles andere haben eh alle anderen auch. Aber in Uhudler haben nur wir hier. Und das ist der ganz, ganz große Vorteil. Und ich glaube, wenn wir in diese Richtung weitergehen und weiterdenken, dann wird diese Vision, die ich, weiß ich nicht, vor 30 Jahren gehabt habe, wo ich mir gedacht habe, wenn das in Valdobbiadene mit dem Frizzante funktioniert, mit dem Prosecco, warum funktioniert das nicht mit dem Uhudler im Südburgenland? Das wird zwar noch Generationen dauern, aber wurscht, wir fangen einmal an. Und der Anfang ist jetzt gemacht. Leider werden wir irgendwann einmal auf einer Wolke sitzen, anschauen und denken, wow, es hat funktioniert. Aber da sitzen wir halt schon auf der Wolke. Und, aber wir können uns das jetzt schon vorstellen. Ich glaube, eher unten, wo es heißt. Ja, mein. Ja, mir ist eh so kalt in letzter Zeit. Und deswegen haben wir, ich sage einmal, die größeren Winzer der zwei Bezirke haben das Uhudler Land gegründet als einerseits Regionalentwicklungsprojekt, also das geht jetzt nicht nur darum, dass wir Wein produzieren und verkaufen, logischerweise auch, weil das ja unser Beruf ist und unsere Erwerbsquelle. Es geht uns aber sehr, sehr darum, und wir arbeiten auch viel mit Beherbergungsbetrieben, mit ein Tierarzt ist dabei, eine Tischlerei, also das, es geht nicht nur um Uhudler bauen, sondern es geht wirklich um die regionale Entwicklung. Der Uhudler, wie gesagt, ist der Lockvogel für das Ganze und jetzt meiner Meinung nach, dank der S7 wird wahrscheinlich oder mit ziemlicher Sicherheit der Lebensraum Graz hier hereinströmen, weil das mit dem Lebensraum Wien ist ein bisschen schwierig, sind zwar viele, die wieder retour kommen, aber Wien, denke ich mir, hat rundherum so viele Weinbaugebiete und bis man im Südburgenland gelandet ist, von dort vergeht ein bisschen was. Aber was für Graz spannend ist, dass wenn du von Graz nach Ehrenhausen fährst, das sind 41 Kilometer, dann ist man in Ehrenhausen, ist man am Anfang der Südsteiermark. Und wenn man von Graz nach Rudersdorf fährt, sind es 43 Kilometer. Und für mich war immer die Frage die, warum schaffen wir das nicht? Warum müssen die alle da oben fahren? Die können ja genauso gut da herfahren. Und das ist jetzt das nächste Ziel, dass man einfach einen Lebensraum, ich sage mal Graz, mit allem drum und dran, mit Seiersberg und was, da leben sicher 500.000 Menschen, wenn nicht mehr, ich weiß es nicht, habe keine Zahlen dazu, aber Graz allein hat über 300.000 Einwohner. Und ich glaube, dass das die spannende Zukunft werden wird für uns hier. Also es wird nicht mehr so am Rande dahin gelebt, so wie es vielleicht früher einmal war, sondern wir werden dann ziemlich mittendrin sein und auf das freue ich mich schon sehr. Und das möchte ich auch betonen, es ist dann nämlich nicht nur der Uhudler, weil wenn man den Eisenberg schon näher nimmt, der wirklich bekannt für seinen Blaufränkisch ist, dann, der zwar nicht zum Bezirk Güssing gehört, aber trotzdem auch ein Lockvogel dafür sein kann. Das heißt, der kulinarisch geneigte Gast kriegt im Südburgenland das volle Programm. Weil wir auch sehr tolle Weißweine haben, sehr tolle Rotweine, wir haben tolle Wirtshäuser und tolle Beherberger. Also das wird eine ganz, ganz super schöne Erholungslocation werden. Ja, das Uhudlerland. Frau Eva, bleibt dir noch was zu sagen? Ja, ich möchte... Ja. Und danke übrigens, dass du gesagt hast, wer es wirklich war von euch zwei. Ja, das war die Eva. Ich also möchte, du bist eine tolle Marke zum Verkauf. Genau, ja, genau. Also, ich möchte zum Uhudler nur Folgendes noch sagen. Ich finde es sehr beruhigend, dass Brüssel zumindest jetzt einmal nicht Pfeile schießt und dieses Datum 2030 nicht wirklich halt, ich meine, das steht schon noch wie das Damoklesschwert vor uns, weil man kann trotzdem ja nicht sagen, was im Bund den jeweiligen Ministern, Landwirtschaftsministern einfällt. Ich weiß nur, also die Frau Köstinger war dezidiert sehr gegen den Uhudler. Beim jetzigen habe ich noch nichts gehört dazu. Und es ist nach wie vor natürlich auch das Problem, dass wir diesen Wein haben, von dem wir gerade gesprochen haben, dass diese Sorten, die als Wein ausgebaut werden dürfen, also Sie werden sehen, bei uns steht da drauf Wein aus Österreich. Und dann gibt es nach wie vor noch den Obstwein. Das sind diese Sorten, die nicht in die Marktordnung aufgenommen werden konnten, A, weil keine Zeit war oder weil man die Untersuchungen nicht machen konnte. Und natürlich auch, sie keine Kreuzungen sind. Das sind wirklich also andere Kreuzungen, nicht mit Edelweinsorten. Und diese dürfen
jetzt noch als Obstwein gehandelt werden. Das heißt, es gibt vom Udler einen Wein und einen Obstwein. Und das ist, glaube ich, sehr irreführend. Also so dann, man braucht ein großes Potenzial, um den Kunden das zu erklären, weil der versteht das nicht. Wieso ist das eine ein Wein und das andere ein Obstwein? Und zudem habe ich eine Vision noch, und die würde ich gern noch erleben, also nicht auf einer Wolke, sondern eben dieses Wein aus Österreich. Das ist die niederste Klassifikation, die es im Wein gibt. Also Landwein ist höher und Qualitätswein so und so. Aber Wein aus Österreich ist das, was man früher Tafelwein genannt hat, was die Dopplerware war, die halt einfach. Und das finde ich eigentlich sehr schade, dass dieser eigentlich hervorragende Wein, der hat keinen Fehler, der ist weder schlecht, noch wird man blind deppert oder derisch, wie es früher immer gesagt haben. Das ist Wein, der nach höchsten Standards wie jeder andere Wein, wie Grüner Veltliner, wie Welschriesling, wie Rotweine gemacht wird. Und der kriegt aber trotzdem nicht dieses Gehör, weil eben die Weinlobby nach wie vor meint, er ist nicht würdig, ein Qualitätswein zu sein. Was ich aber sehr spannend finde, weil es gibt ja diese ganzen DRCs, wo es ja immer heißt, also regional typisch, nur dort, das hätten wir da. Also der perfekte DRC war der Uhudler. Aber, genau. Ja. Ja, ist so. Aber da werde ich mir jetzt so böse Stimmen, einen Shitstorm vom Weinmarketing einfangen, aber wie gesagt, das ist meine Vision, dass wir ein DRC-Uhudlerland vielleicht noch einmal haben werden. Das ist der Klima. Ja. Das sieht's das machen wir schon. Ich glaube, ich muss noch mal Agrarland, das retinieren. Ja. Ja. Ja, meine Damen und Herren, ich kann mich nur noch einmal anschließen den Worten von Martin Weineck. Das war die Eva Weineck, die mich angerufen hat und gesagt, du, ich habe da eine Lösung. Wir sind oft und viel zusammengesessen, um diese Lösung dann auch in die Realität umzusetzen in diesem Raum. Und die kann mich nur mehr und mehr und immer wieder bedanken dafür, denn so ist es möglich gewesen gemeinsam. Und es wird heute sicher keine parteipolitischen Aussagen von mir geben, aber wenn es mich damals als Agrarlandesrätin, als Ansprechpartnerin nicht gegeben hätte, für die Eva wäre halt nichts geworden, so wie 30 Jahre vorher auch schon. Wir werden das auch noch hinkriegen, weil, was die Frau Magistra Weineck als Kellerbau, oder heißt es nur Kellermeisterin? Nein, Bau und Kellermeisterin. Meisterin. Das ist ja die Eva. Gesagt hat, es ist sicher etwas, was wir noch tun sollten und es liegt nur nicht an uns alleine und das wird auch eine Frage der Bundesregierung sein, um da einen Schritt weiterzukommen, aber vor allem auch der Weinlobby und da haben wir im Moment wenig Gehör. Aber wir wollen das jetzt nicht wehmütig abschließen, im Gegenteil, wir brauchen neue Ziele, das ist ein Ziel für die Zukunft. Ich möchte nur noch auf das Thema, das ich vorher kurz angezogen habe, zurückkommen und darf Ihnen berichten im positiven Sinne, dass es eine neue Richtlinie gibt für die Kellerstöcke. Das war uns lange und auch hier begleitet von euch und von vielen anderen. Ich möchte auch hier den Gerhard Bongratz, der uns leider verlassen hat, der mir sehr fehlt, uns glaube ich allen drei, aber der hat wirklich da, das war unser Verbündeter. Jetzt haben wir Kellerstöcke. Der Kellerstöckel, übrigens auch da oben und das andere Kellerstöckel vom Weineck und viele andere kennen Sie ja. Also das ist eine Nachfrage der Sonderklasse nach Kellerstöckeln. Warum? Ich wohne in einer Idylle, ich kann meinen Hund mitnehmen und kann meine Kinder sich austoben lassen. Ich bin dort mitten im Grünen, was gibt Schöneres? Und das Zweite, was auch ganz wichtig ist für die Region und daher Martin Weineck hat vorher schon gesagt, da geht es ja um regionale Netzwerke. Da geht es ja nicht nur um den Udlerwein, da geht es dann eben um Tourismus, um Kultur, um viele, die wir mitnehmen, um einfach Geld, Gäste, aber auch Einheimische in der Region mehr Einkommen zugutekommen zu lassen. Da geht es also um ein großes Udlerlandnetzwerk. Was ganz wichtig war, aber irgendwann einmal die Kellerstöckeln dann auch gewisse Dinge zu erlauben. Also da hat es ja Dinge gegeben, Konfliktpotenzial, Sprengstoff der Sonderklasse. Ich rede jetzt gar nicht nur von Heiligenbrunn, vom Kellerviertel, ich möchte mir eher ausklinken in die zwei Bezirke Güssing und Jennersdorf. Viele Kellerstöckel, wo man gesagt hat, okay,
Was tun wir mit denen, was dürfen wir verändern, weil ein Kellerstöckel von anno dazumal sollte heute eine andere Qualität haben, an dort einige Urlaubstage zu verbringen, als die mal erbaut wurden vor vielen Jahrzehnten. Und der war es ganz wichtig und da haben wir jetzt in den letzten Jahren daran gearbeitet, es war nicht einfach, dass wir neue Kellerstöckrichtlinien haben. Kellerstöckrichtlinien insofern, die adaptiert sind auf die Ansprüche von heute, wo es einfach wirklich ein WC braucht oder weil es beispielsweise ein Bad braucht. Das war alles immer sehr, sehr schwierig. Da hat es Anzeigen gegeben, da hat es Strafen gegeben und so weiter. Von denen sind wir weg. Ich kann Ihnen heute berichten. Die genauen Details möchte ich gerne mit dem jetzt zuständigen Landesrat Magister Heinrich Dorner mal, aber das würde eine eigene Pressekonferenz brauchen. Nur ich kann Ihnen sagen, Sie sind beschlossen, Sie werden jetzt ausgerollt, es ist mehr möglich, ich kann dazu bauen, ich kann ein Klo machen, ein WC machen, ja, das geht so weiter, dass ich sogar sage, okay, ich kann eine Klimaanlage, weil ein Kellerstöckel kann es im Sommer und so wie die Sommer eben jetzt bei uns auch schon sind, ich kann mir sogar eine Klimaanlage draufgeben und. Und ich kann wirklich, kann Sie nur ersuchen, auch das weiterzugeben. Kellerstöckel sind nach wie vor gesucht, nicht nur von Einzelinteressen, wo einer sich von irgendwoher, weil wir haben ja die Anfragen nach Kellerstöckeln gehen vom Westen bis Osten, bis Wien und so weiter. Die Anfragen gibt es, ja. Und wenn man die Sicherheit hat, dass man dort dann auch dementsprechend seinen Urlaub, sein Wochenende verbringen kann, dann brauche ich die Gewissheit, dass ich dann auch ein bisschen was verändere. Und das ist jetzt fix und das ist gesetzlich verordnet. Und da gibt es auch nicht mehr die Strafereien und die Nachfragen. Und bin ich jetzt im erlaubten oder bin ich nicht mehr im erlaubten Kellerstöckelbereich und so weiter. Das ist Geschichte. Das war mir persönlich, das war uns sehr wichtig. Wie gesagt, und auch einem Freund von uns, dem Gerhard Pongratz, der sehr, sehr viel daran gearbeitet hat. Das heißt, es geht darum, dass die Kellerstöckel-Richtlinie jetzt gilt seit November 2022, aber jetzt in der Ausrollung ist. Letztendlich geht es jetzt auch, und da schließt sich der Kreis zu meinen ersten Ausführungen, um EU-Gelder, wie weit man die auch verwenden kann, wenn man seinen Kellerstöckel herrichtet. Oder beispielsweise, dass die Firma Novasol, die wir damals an Land ziehen konnten, noch Kellerstöckel sucht. Da habe ich jetzt in 3 Wochen wieder ein Gespräch mit der Firma Novasol. Warum? Kann ich Ihnen auch kurz erklären. Viele wie die Familie Weineck und der Martin Weineck hat ja Glück, weil er so eine fleißige, tolle Frau hat. Ist so, ja. Die macht sehr viel selber. Aber der Gast möchte natürlich auch dementsprechend wissen, okay, ich komme an, da kommt, da ist wer. Da gibt es einen Schlüssel, das wird noch mehr putzt. Und wenn ich was brauche, kann ich dort anrufen, dass ich mal ein Essen brauche und so weiter. All das ist viel Aufwand. Wir haben aber viele Kellerstöckel, die, wo keiner vor Ort wohnt, wo auch niemand sagt, ich bin jetzt da und ich kümmere mich um die Gäste oder ich putze das und so weiter und so fort. Und da war, glaube ich, das Finden von der Firma Novasol ein sehr wichtiges, weil die nimmt das in Empfang, macht das, organisiert das, lässt das putzen und die suchen auch noch ständig Kellerstöckel. Und die sind natürlich auch sehr, sehr froh, weil ich sie immer am Laufenden halte. Und wie gesagt, mit dem Österreich-Vertreter von Novasol, mit dem Herrn Carbon, habe ich in 3 Wochen wieder einen Termin. Und der will auch über die Kellerstöckrichtlinie und vor allem die Umsetzung dann Näheres wissen. Die kaufen das nicht, die mieten das nur und damit haben alle einen Mehrwert. Ja, vielleicht ein letzter Satz zu den Kellerstöckeln. Wir kämpfen natürlich im Tourismus darum, dass die Gäste länger bei uns bleiben. Und wir haben in den Hotels von 4 und 5 Sterne natürlich die Erfahrung, öfter zu kommen. 2,3 Nächtigungen ist die Durchschnittszahl. In Wirklichkeit ist von Freitag auf Sonntag alles ausverkauft. Und dann mehrfach kommen. Diese Kurzurlaube in den Hotels sind gang und gäbe. Während der Woche kämpfen die ordentlich. Im Kellerstöckel auch gerade durch Novasol, wo ja sehr viele nordische Touristen zu uns kommen, deutsche Touristen kommen, der kommt mit Kind, Kegel und Anhänger und bleibt 2 Wochen mindestens, manchmal sogar 3. Die Buchungen für die nächsten Jahre, und das werden wir beide bestätigen, die werden immer schon gleich, hey, kann ich eh nächstes Jahr auch wieder dann und dann. Mit Ostern beginnt es jetzt, weil du kannst die Kellerstöckel ja auch nicht heizen, schon, aber das ist ein ordentlicher Aufwand.
Und da haben wir nicht gerade die Zentralheizungen drinnen. Aber auf alle Fälle, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da schauen, weil da haben wir auch die Verlängerung des touristischen Aufenthaltes da. Wenn der im Hotel ist, ich kenne es ja von mir, ähnlich Urlaub, ich gehe aus dem Hotel genau nicht einmal einen Meter raus, weil da will ich mich relaxen. Wenn er länger da ist, geht er in die Region raus, kennt die Region, geht dort beispielsweise zum regionalen Erzeuger, kauft dort vor Ort ein, lässt noch mehr Wertschöpfung da und kommt wieder, weil er erkennt, welcher besondere Wert und welches Merkmal da in einer Region zu Hause ist und nicht nur ein Hotel, das es halt woanders auch gibt. Also das ist ganz, ganz wichtig, den Aufenthalt von Gästen bei uns zu verlängern, und das gelingt mit Kellerstöckeln sehr, sehr gut. Ja.